Liebe Kundinnen, liebe Kunden, nach einem bewegten Jahr 2022, mit einer geopolitischen Zeitenwende ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der außerdem auch noch eine Wende bei Zinsen und der Inflation mit sich brachte, möchte ich heute mit unserem Chefanlagestrategen Thorsten Weinelt auf die Kapitalmärkte und die Weltwirtschaft für 2023 schauen. Bevor wir aber den Blick nach vorne machen, schauen wir gemeinsam nochmal zurück. Herr Weinelt, 2022 war ja ein historisch schlechtes Jahr für die Kapitalanleger. Was waren denn die Gründe? Naja, vor allen Dingen gab es einen Grund, das war die Inflation. Es gab viele Faktoren, die letztendlich die negative Performance bei Anleihen und Aktien verursacht haben. Fasst man es in einem Wort zusammen, dann ist es der Inflationsschock. Können Sie uns das vielleicht noch ein bisschen näher einordnen? Man könnte jetzt denken, dass vielleicht der eben schon angesprochene Angriffskrieg auf die Ukraine von Russland ein Hauptgrund gewesen sein könnte. Warum die Inflation? Naja, der russische Angriffskrieg hat in der Tat zu einem Abverkauf an den Aktienmärkten geführt, insbesondere an den europäischen Aktienmärkten. Aber der Ukraine-Krieg hat vor allen Dingen über die Inflation gewirkt. Man denke nur an die Preisexplosion, zum Beispiel bei Getreide oder bei Industriemetallen wie Nickel oder bei Speiseöl. Und vor allen Dingen aber über die Energierohstoffe. Darüber hat es dann gewirkt, darüber gab es Zweitrundeneffekte. Die Inflationsraten in Deutschland und der EU waren ja zeitweise sogar zweistellig. Wann erwarten wir denn hier eine Entspannung? Na, das ist nicht so einfach. Der Geist ist aus der Flasche. Positiv ist aber, dass wir in den USA möglicherweise schon den Hochpunkt der Inflation hinter uns gelassen haben. Das haben die Märkte abgefeiert nach den letzten Inflationszahlen. Und wir gehen auch davon aus, dass der Hochpunkt, wenn er nicht schon passiert ist, dann vor uns liegt, unmittelbar in Europa. Das heißt, wir können 2023 davon ausgehen, dass wir vom Trend her sinkende Inflationsraten haben. Das ist die gute Nachricht. Aber wir werden mit höheren Inflationsraten leben müssen, zumindest weit weg vom Inflationsziel der 2% der Notenbanken. Und wir werden auch keine Deflationssorgen haben, wie wir sie schon hatten. Wichtig ist auch, wir haben möglicherweise eine Lohnpreisspirale, auf die wir achten müssen, denn die Lohnkosten sind relativ stark gestiegen in den USA. Und auch in Europa und auch in Deutschland haben wir jüngst relativ hohe Tarifabschlüsse gesehen, sodass wir gucken müssen, dass wir nicht in einer Lohnpreisspirale enden und dann auch mittelfristig deutlich höhere Inflationsraten haben. Und wie wirken die höheren Inflationsraten auf die Kapitalmärkte? Naja, das Bindeglied sind die Notenbanken. Sie haben lange den Inflationstrend unterschätzt, haben dann aber eine geldpolitische Kehrtwende vollzogen und mit relativ großen Zinsschritten einen relativ aggressiven Straffungskurs, geldpolitischen Straffungskurs vollzogen. Und am Ende bedeutet das natürlich auch deutlich höhere Anleiherenditen, die wiederum durchgeschlagen haben auf die Aktienmärkte. Und wie genau geschieht das? Das hat viele Faktoren. Der eine ist, dass wir auf einmal wieder eine Alternative haben zu Aktien, nämlich durch Anleihen und auch Unternehmensanleihen. Zum Beispiel haben wir mittlerweile bei bonitätsstarken Unternehmen wieder Renditen deutlich über die 4% in Europa und über 6% in den USA. Und das heißt Renditen, die deutlich über der Dividendenrendite sind. Zum Zweiten haben wir noch einen Effekt, den nennt man den Effekt auf Bewertungsmodelle. Das ist eben so, dass zukünftige Erträge bei gestiegenen Zinsen heute weniger wert sind. Der Barwert sinkt. Und das bedeutet natürlich, dass vor allen Dingen Technologiewerte sehr stark betroffen sind. Und hier haben wir eben einen etwas stärkeren Abverkauf gesehen. Das heißt also, wenn die Notenbanken mit ihren Zinserhöhungen durch sind, wird wieder alles gut? Naja, wir brauchen auf jeden Fall das Signal der Notenbanken, dass der Zinszyklus sich dem Ende nähert. Und wir gehen davon aus, dass das im Frühjahr 2023 sein wird. Das hört sich jetzt allerdings noch nicht ganz so an, als wäre das Schlimmste schon vorbei. Naja, wir rechnen in der Tat noch mit ein bisschen Gegenwind, vor allen Dingen für die Aktienmärkte. Denn wir bekommen noch die Zinserhöhung und wir laufen ja praktisch in eine Rezession rein, auch wenn die Rezession vergleichsweise mild ausfallen wird. Und das bedeutet letztendlich, dass Gewinne sich nach unten anpassen werden. Wir werden Gewinnrevisionen sehen, wir werden Revisionen sehen bei den Unternehmensmargen. Und das wird dazu führen, dass die Aktienmärkte noch etwas volatil bleiben und vielleicht nochmal unter Druck kommen. Auf der anderen Seite werden wir dann den Hochpunkt bei den Anleiherenditen gesehen haben.
Und haben Sie dann bei Anleihen Präferenzen? Ja, insbesondere bei Staats- und Unternehmensanleihen sehen wir mittlerweile wieder wirklich attraktive Renditen. So sind die Renditen für Unternehmensanleihen über 4% gestiegen in Europa und über 6% in den USA. Aber auch Bankanleihen sind hochattraktiv, auch Hybridbankanleihen. Auch hier bekommt man sehr attraktive Renditen. Zudem gilt, dass mit dem Auslaufen des Zinszyklus auch wieder Hochzinsanleihen und auch Emerging Markets Anleihen als Beimischung durchaus interessant werden. Bei Aktien bleiben Sie also noch vorsichtig? Ja, wir sind am aktuellen Rand noch ein bisschen defensiv, weil wir erwarten noch ein bisschen Gegenwind von der aufkommenden Rezession in den USA und in Europa. Hier sollten Gewinnmargen noch zurückkommen und auch Gewinnrevisionen nach unten, praktisch einen negativen Gewinntrend, den wir noch nicht eingepreist haben an den Aktienmärkten. Von daher würden wir Stressphasen, die unserer Meinung nach kommen werden, in den nächsten 6 Monaten dazu nutzen, das Aktienexposure, also den Aktienanteil in den Portfolien wieder zu erhöhen. Und wir würden am aktuellen Rand empfehlen, auf etwas konservative Dividenden- und Value-Strategien zu setzen, weil sowohl die Bewertungen wie auch die Gewinnentwicklung für dieses Segment spricht im Verhältnis zu den Wachstumstiteln. Daneben finden wir auch einige Wachstumsthemen interessant, sogenannte Megatrends. Und hier würden wir insbesondere auf erneuerbare Energien setzen und Investitionen in die Energieinfrastruktur, in den Gesundheitssektor und in den MedTech-Sektor, aber auch in ausgesuchte Segmente der Technologiebranche. So nennen wir zum Beispiel das Thema Datensicherheit, Blockchain-Technologie, künstliche Intelligenz, Quantencomputing und andere. Und wie stehen Sie zu Rohstoffen oder Gold? Gold tut sich ein bisschen schwer, wenn Notenbanken relativ aggressiv gegen die Inflation vorgehen. Und das sehen wir am aktuellen Rand. Also insofern ist das Aufwärtspotenzial für Gold begrenzt am aktuellen Rand. Nichtsdestotrotz ist Gold eine gute Beimischung in einem Multi-Asset-Portfolio. Es bietet zum einen Schutz gegen eine Eskalation geopolitischer Risiken. Und sollten die Notenbanken zu früh vom Zinsgaspedal gehen und möglicherweise einen Politikfehler machen und die Inflation wieder anspringen und die Inflationserwartungen anspringen, dann in der Tat bietet Gold auch ein sehr gutes Potenzial nach oben. Noch ein Wort zu China. Wird das Land denn in 2023 wieder Wachstumsmotor für die Weltwirtschaft sein? Und wie schätzen Sie die Risiken eines weiter eskalierenden Taiwan-Konflikts ein? China wird wachsen in 2023 und auch stärker als in 2022, 4% nach 3,2%. Aber die hohe Verschuldung der Unternehmen wie auch die Krise im Immobiliensektor wird am Ende wachstumshemmend wirken. Und die erwarteten Lockerungen der Lieferkettenprobleme und auch der Zero-Covid-Strategie wird erst im Laufe von 2023 kommen, sodass wir mehr Wachstumsdynamik erst für das zweite Halbjahr erwarten. Zum anderen die geopolitische Seite, die Sie angesprochen haben. Hier ist es so, dass wir ja eine Entspannung bekommen haben vom G20-Gipfel, wo sich Biden und Xi Jinping zusammengesetzt haben. Das ist die gute Nachricht und das haben die Märkte auch willkommen geheißen. De facto aber ist es auch richtig, dass der strategische Wettbewerb zwischen China und den USA weiterhin besteht und die Taiwan-Frage nicht gelöst ist. Und insofern bleibt neben dem Ukraine-Krieg auch der China-Taiwan-Konflikt und der Konflikt mit den USA letztendlich eine geopolitische Komponente, die uns auch in 2023 begleiten wird. Thema Währung. Der Euro war ja geradezu eine Schwachwährung. Ist das jetzt ein Symbol für die Erosion unseres Wohlstandes? Ja, es ist richtig, der Euro war sehr schwach und das hat natürlich auch zum Inflationsanstieg beigetragen. Und auch die zögerliche Haltung der EZB hat letztendlich zu einem schwächeren Euro geführt. Aber hier haben wir zumindest jetzt eine Kehrtwende gesehen. Die EZB ist auf einen deutlich strafferen geldpolitischen Kurs eingeschwenkt. Wohlstandsverluste gibt es natürlich, insbesondere durch die explodierenden Energierechnungen. Aber die Wohlstandsverluste halten sich aufgrund des Doppelwumms der Bundesregierung in Grenzen. Die Niveauverschiebung bei Euro-US-Dollar
führt aber dazu, dass wir insbesondere, wenn wir uns aus der Rezession herausarbeiten, Vorteile haben für unsere Exporteure und auch unsere Dienstleister. Was aber ganz besonders wichtig ist, ist, dass wir die Energiefrage in Europa lösen. Und genau wie wir angesprochen haben, ist es eben so, dass Sektoren, insbesondere der erneuerbare Energiesektor, ganz, ganz spannendes Wachstumsthema sein wird. Wir werden sehr viele Wachstumsinvestitionen in diesem Bereich sehen. Herr Weinelt, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und Ihren Ausblick zur Weltwirtschaft und den Kapitalmärkten für das Jahr 2023. Und Ihnen, liebe Kundinnen und liebe Kunden, wünschen wir nun alles Gute zum Jahreswechsel und wir sehen uns dann, wie gewohnt, im monatlichen Format, dem Kapitalmarktausblick, wieder. Ja, frohe Festtage auch von meiner Seite, einen guten Rutsch und bleiben Sie gesund.